Jetzt hat er schon wieder ein neues Album, könnte man sagen. Man könnte aber auch seine gottverflucht negative Einstellung mal ablegen und das Album als Bereicherung betrachten. Zum Beispiel aus dieser Sicht. Endlich mal Humor für mich. Denn ich bin jemand, der nicht immer alles tippitoppi, supi, blitzsauber sieht oder findet. Vor allem aber, der clever ist und krassen Humor liebt. Für eine derartige Lichtgestalt ist das neue Album Tabu, ein Abend mit Edison, genau das Richtige. Nach diesem Abend mit Edison braucht ihr keine anderen Humorangebote mehr. Oder ihr seid stinke beleidigt. Beides ist drin. Dieses Album ist nämlich noch extremer als das erste Edison-Comedy-Album. Edison Stand-Up Comedy Live. Und mindestens genauso lustig. Und darum ist es genau das Richtige für Dissidenten, Renegades, Mavericks, Nonkonformisten und andere Freidenker. Und wenn ihr gemerkt habt, dass in dieser Nennung der Aufrechten zwei Titel als Fernsehshows verwendet wurden, dann seid ihr über 18 und damit alt genug für Tabu, ein Abend mit Edison. Inhaltlich geht es um all das, was das Leben so farbenfroh und abwechslungsreich macht. Um Pornografie, sexuelle Beziehungen, Stripclubs, Nutten, Kult, Drogen und so weiter. Das ist knallhartes Entertainment unter meinem Pseudonym Edison. Der ist, anders als ich, zwielichtig und skrupellos. Zu behaupten, er hätte lockere Moralvorstellungen, wäre eine unangemessene Untertreibung. Edison hat überhaupt keine Moralvorstellungen. Er ist ein Drecksack. Tabu, ein Abend mit Edison, das neue Album. Fast 2-3 Stunden knallhartes Entertainment. Das Comedy-Live-Album ab sofort als Download bei Amazon, Audible und iTunes. Hier einer der wenigen Ausschnitte, der wegen des überwiegend nicht jugendfreien Inhalts überhaupt in einem öffentlichen Forum vorgestellt werden kann. Jesus will sich also am Freitag mit seinen 12 Kumpels verdrücken. Du Mac, die Jungs und ich sind dann mal weg, wird wohl nicht so spät. Werden nur ein paar Wunder vollbringen, übers Wasser gehen, vielleicht ein bisschen Wasser in Wein verwandeln. Naja, das Übliche halt. Wasser in Wein, ja klar, da bin ich sicher. Sauf nicht wieder so viel. Und was ist eigentlich mit diesen 12 Losern los? Jünger. Jünger, pfff, mein Arsch. Haben diese Flaschen denn keine Jobs, Familien oder sowas? Immer nur im Rudel rumhängen. Ihr seid alle über 30, langsam wird's peinlich. Ja, Schatz, wir tun, was wir tun müssen. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ja, jetzt hau endlich ab und lass die scheiß Blues Brothers Zitate. Tabu, ein Abend mit Edison. Als Download bei Amazon, iTunes, Audible und vielen anderen.